Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Besprechung im Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und mit an meiner Seite heute der Johannes. Hallihallo. Moin moin. Und wir reden heute über den portugiesischen Animations-Stop-Motion-Film All unsere Dämonen oder im Original My Grandfather's Demons, also im Original englischen Titel My Grandfather's Demons, der von Rosa, ich glaube, sie heißt Rosa, handelt, die nach dem Tod ihres Großvaters zurück in das Haus geht, wo sie aufgewachsen ist mit ihrem Großvater und sich dort dann mit Nachbarn und anderen Leuten und anderen Problemen herumschlagen muss, um ja, ihr Leben, das eigentlich in der Stadt nur auf Erfolg gemünzt ist und so, dort ein bisschen umkrempelt und vielleicht die Fehler des Großvaters dann doch wieder gut zu machen. Das ist so der grobe Aufhänger davon. Und wir haben noch nicht viel drüber geredet, aber ich glaube, wir haben ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu dem Film, aber ich würde gerne anfangen. Wie hat dir der Stil gefallen? Also es ist ja am Anfang, glaube ich, ein bisschen Animation und dann Stop-Motion. Wie hat dir der Unterschied und der Kontrast gefallen und generell die Animation? Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Du kennst ja meine Meinung. Ich kenne deine Meinung noch nicht, aber du hast jetzt so ein bisschen schon angeteasert. Also grundsätzlich fand ich die Idee erstmal cool, die Stadt so in so einem digitalen Computer-Animationslook zu zeigen und dann das Leben auf dem Land halt in einem Stop-Motion. Ich glaube, die Figuren sind dann halt aus Knete oder einer besonderen Knete. Ich meine, wir kennen das ja vielleicht von Aardman Productions, ne? Wallace und Gromit, Shaun das Schaf, Chicken Run etc. Genau, pp. Ja. Und die Idee mochte ich. Ich muss sagen, der generelle Look hat mir nicht so ganz zugesagt. Also die Computeranimationen sind halt sehr simpel. Die hatten so, weiß ich nicht, so ein bisschen so eine Polygonoptik, würde ich sagen. Das ist halt schon sehr einfach, aber es muss ja gar nicht schlecht sein. Und das Stop-Motion, ich musste ein bisschen an so ein Kurzfilm von Der Sandmann denken. Da gab es ja auch immer wieder, ich weiß gar nicht, hier, wie ist der denn? Pitchy Platsch oder sowas? Keine Ahnung. Ich weiß nur, ob wir andere Generationen Sandmann sehen. Ich kenne nur Piggledy und Frederi und der kleine Maulwurf und so. Ja, aber Piggledy und Frederi kenne ich auch. Genau, aber daran muss ich denken, weil ich fand's ein bisschen einfach. Ich weiß nicht, was das Budget hinter dem Film ist. Ich nehme an, nicht so viel. Ja, genau. Und ich glaube, vielleicht bin ich in dem Punkt ein bisschen oberflächlich. Hat dir der Look denn gefallen? Ja, absolut. Ich fand das auch gar nicht störend, dass der, wie du meinst, so ein bisschen grob war. Ich fand, das passt irgendwie zu den Figuren, zu dem, wie er und was er erzählt. Ich mochte das und ich bin auch eigentlich ein Stop-Motion-Fan, auch wenn leider, muss ich sagen, in den letzten Jahren, also sowas wie da der Pinocchio von Del Toro auf Netflix, der hat bei mir gar nicht zündet, obwohl der so hochgepriesen wurde, das war so gar nicht meins. Mhm. Aber das fand ich, so von Animationen alles her, fand ich das wirklich schön, wie du auch schon gemeint hast, auch die Idee mit dem Stil zu spielen zwischen den beiden Lebensabschnitten, einmal der Stadt und einmal am Land, fand ich auch sehr schön. Okay. Dann kommen wir, ich glaube, zu dem, wo wir uns vielleicht ein bisschen uneinig werden, weiß ich noch nicht. Aber was ist so, also ich meine, ja klar, es geht um das Leben zuerst in der Stadt und dann nach dem Tod des Großvaters geht sie zurück aufs Land, um dort Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Ich glaube, du hast gemeint, dass für dich die Botschaft des Films ist, dass irgendwie so, ja, okay, Land ist geil, Stadt ist doof. Und das ist so richtig auch hau drauf, so full front in die Fresse. Habe ich das richtig verstanden oder wie ist das gemeint? Ja, ich bin auf jeden Fall gleich sehr gespannt, was du dazu sagst. Also wir sehen ja am Anfang halt, wenn sie im Büro arbeitet, das ist halt wirklich dieses typische, ne, Turbo-Kapitalismus, du bist im Büro, du musst arbeiten, du hast kein Privatleben, ne? Arbeite dich. Das ist fast ein bisschen Black Mirror-mäßig mit diesem Level-System auch. Stimmt, genau, das hätte sein können. Je mehr Aufträge sie abarbeiten, desto höher steigen sie auf und über jedem Tisch schwebt auch so ein Hologramm von dem Level oder dem Status, den man hat, und das sieht jeder. Also ein bisschen Black Mirror-Vibes, finde ich. Auf jeden Fall, das ist halt so ein Statussystem, ne? Und nur wenn du arbeitest, dann bist du auch irgendwer und die anderen sind halt dementsprechend auch neidisch. Das ist ja auch so ein bisschen, also ne, musst dich auch zu Tode arbeiten. Und das hat man ja schon sehr, sehr häufig gesehen.
Und sie hat das ja schon krass verinnerlicht am Anfang und dann kommt halt diese Botschaft, ne, dass ihr Opa gestorben ist. Sie hat den halt auch lange ignoriert, weil sie sich halt nur auf die Arbeit konzentriert hat und dann geht sie halt raus auf das Landleben und da ist natürlich alles anders. Und ich bin auch, können wir vielleicht nachher noch mal drüber reden, wer so die Zielgruppe von dem Film ist, weil ich finde das... Ja, das ist auch meine Frage noch. Das ist auch eine der größten Fragen, die mir nach diesem Film bleibt, wer eigentlich die Zielgruppe ist. Ja, und das Landleben ist halt, also natürlich gibt es da Probleme und man sieht auch, also das muss man sagen, das hat ja, finde ich, der Stop-Motion-Look sehr gut hingekriegt. Die Grimassen von einigen dieser Leute, die da auf dem Dorf leben, also die sehen halt krass unsympathisch, fast so ein bisschen... grotesk gruselig aus. Also das hat er schon ganz gut hingekriegt sozusagen. Sie kommt dahin und sieht dann erstmal irgendwelche komischen Fratzen, außer halt noch einen Jungen und seine Mutter, die halt nett sind, beziehungsweise einen anderen, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich in ihrem Alter, den sie halt noch von früher kennt, aber sonst sind das halt so Grimassen. Aber dann lernt sie halt wieder so, oh, wie kann das Leben ohne Technik sein? Und sie hat natürlich am Anfang auch Probleme mit dem Handy und das fand ich schon alles sehr on the nose. Aber vielleicht hast du da irgendwie einen anderen Take drauf, der ich bin gespannt. Ich finde das nämlich interessant, dass das irgendwie die Botschaft ist oder das, was dir am meisten hängen geblieben ist von dem Film. Bei mir ist es eigentlich komplett anders. Also klar, dieses Dorf-Land-Gefälle da, das ist da, das kann man nicht abstreiten, das ist auch sehr on the nose, aber das ist nicht das, was, also zumindest für mich, was ich der Film mir zeigen wollte irgendwie. Also ich finde, ja, es viel mehr geht's darum, wie man aus so generational cycles oder auch so aus Sachen, die über Generationen passiert sind, wie man selber damit umgehen muss und wie man sich davon auch irgendwie befreien muss, oder auch wie alles, was frühere Generationen angestellt haben, auf die nächste Generation sich abfärbt. Mhm. Weil er hat, also der Opa hat im Dorf sich, er hat es immer nett gesagt, keine Freunde gemacht und hat auch die Wasserzufuhr von dem Dorf nur auf sich umgelenkt im Prinzip und das ganze Dorf muss in irgendeinem weit entlegenen Brunnen Wasser holen, weil es kein Wasser mehr gibt durch ihn. Und sie setzt sich jetzt auf Aufgabe, das wieder gut zu machen und das Wasser wieder ins Dorf fließen zu lassen. Und ich finde, das hat, also für mich zumindest, viel mehr damit zu tun, dass sie nicht nur ihre Dämonen, die man vielleicht eher anhand der, sagen wir mal, der Überarbeitung und dem ganzen Stress, den sie hat, oder vielleicht auch an ihren Kollegen, die auch nicht die untoxischsten sind, dieser ganzen Umgebung, in dem Büro, in dem sie arbeitet, weil es eben so viel auf Konkurrenzkampf und alles ausgesetzt ist, auch noch mit den Dämonen von ihrem Großvater und der ihn hinterlassen hat, umgehen muss. Und natürlich, da kann wahrscheinlich viel weitergehen von wegen, okay, das Wasser ist nicht da, dass die Umwelt zerstört wurde und die jetzige Generation wieder mit umgehen müssen, wie wir das verhindern und was wir da machen für Sachen, also wie wir auch mit Sachen umgehen, auf die wir keinen Einfluss hatten. Weil das ganze Dorf ist ja auch irgendwie wütend auf sie oder zumindest einige Leute für Sachen, die ihr Opa gemacht hat. Und sie kann ja gar nichts dafür, weil sie war ein Kind damals und sie hat das ja alles auch nicht gewusst. Und dass sie jetzt mit dem Hass trotzdem weiter umgehen muss, mit den ganzen Problemen, die von früher kommen, weil wenn sie das jetzt nicht löst, geht das nur so weiter und es wird nie besser dadurch. Ja, genau, sehe ich auch. Ich finde es auch, glaube ich, in der Theorie vielleicht spannender als in der Umsetzung. Also wir sehen ja auch die titelgebenden Dämonen, die tauchen ja immer wieder auf. Also ne, sie nimmt ja auch so eine kleine, weiß ich nicht, Holzfigur, glaube ich, oder sowas, ihr Opa ihr als Kind irgendwie ja geschnitzt oder gebastelt halt mit und die erwacht dann quasi so ein bisschen zum Leben und dann tauchen immer wieder so Dämonen auf, die dann unterschiedliche Personen widerspiegeln. Und ich mochte auch in der Theorie ihre Charakterentwicklung, dass sie halt am Anfang, ne, sie versucht es halt, aber natürlich ist sie irgendwie kurz davor aufzugeben, was ja auch irgendwie logisch ist, weil die alle super scheiße zu ihr sind. Ja, es ist halt wirklich so, du denkst so, boah, die kann halt wirklich gar nichts dafür. Die will halt, das eigentlich will sie das ja annehmen, das wieder gut machen, aber es sind alle wirklich so gemein zu ihr, nur weil ihr Opa halt ein bisschen ein Arschloch war. Genau, ich muss sagen, auch das finde ich, das kann man dem Film zugestehen, die haben ja, also wir haben den Film ja beide in der deutschen Synchrofassung gesehen, richtig? Du hast ihn ja auch auf Deutsch gesehen, ja, ne? Ja, genau. Und die haben ja eine sehr
Also das ist eine sehr angenehme Stimme, die der Opa da hat. Und da wird man ja erstmal so ein bisschen aufs Glatteis geführt, weil am Anfang weiß man ja auch nicht, also all unsere Dämonen, also man denkt erstmal, okay, der Opa ist ja ungefähr die netteste Person überhaupt, weil so war er ja auch zu ihr oder so hat sie ihn zumindest in Erinnerung. Und dann stellt sich da halt mehr raus. Das mochte ich in der Theorie, aber ich habe auch so eine Aversion gegen Off-Erzählungen. Und das nutzt der Film schon sehr, sehr oft, dass dann der Opa immer sehr getragen und langsam und auch so melancholisch halt schildert, was alles passiert ist. Und da habe ich immer gedacht so, boah. Ja, ich finde das ganz süß. Also ich habe immer geglaubt, das sind die Briefe, die er geschrieben hat und dass er deswegen das deswegen seiner Stimme hört. Deswegen hat mich das nicht so gestört, weil eigentlich mag ich das auch nicht, wenn dann nur so ein irgendwer halt erzählt, was passieren sollte. Aber ich finde, da hat sie das eingefügt, weil, also für mich zumindest waren es immer die Briefe, die sie gefunden hat und die er ihr dann vorgelesen hat im Prinzip. Aber du hast doch schon die Synchro angesprochen. Ich muss sagen, die Stimme von dem Opa wirklich sehr angenehm, aber ich fand die Synchro an sich leider etwas holprig. Ich weiß nicht, ob das gewollt war oder nicht, aber ich fand die nicht flüssig. Was mit dir damit gegangen ist? Ja, die war halt irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht so ein bisschen einfach auch die Dialoge. Also ich bin gerade überlegen, sie habe ich gerade nicht so auf dem Schirm, aber sie heißt halt sehr diese angespannte Frau halt einfach sehr lange, aber ich fand zum Beispiel auch den Jungen ehrlich gesagt nicht sonderlich sympathisch, obwohl er das ja eigentlich sein soll. Der ist ja eigentlich kleine Junge, der ihr dann, sie erst so ein bisschen ärgert und dann freunden die sich natürlich an und dann hat er noch die angenehme, sympathische Mutter, aber irgendwie, ja, es hat es nicht so rübergebracht, das stimmt, da bin ich auch bei dir, ja. Okay, und dann, über das wir vorher schon reden wollten, für wen ist der Film eigentlich? Weil das war auch mein größtes Problem irgendwie, das ist alles sehr kindlich, finde ich. Also auch von den Dialogen her alles sehr einfach, alles sehr, auch von der Erzählweise her alles sehr kindgerecht. Und dann hat er aber eine FSK 12, glaube ich sogar, was ich eben auch irgendwie verstehen kann, weil diese Dämonen teilweise echt gruselig sind. Mhm. Also da gibt es Szenen teilweise, wo du so denkst, so, oh, okay, das ist schon, also ein bisschen so wie, einfach hast du die gestiefelte Karte 2 gesehen. Ja, es ist ein fantastischer Film. Ja, absolut, der ist super. Aber da gibt es ja auch diesen Wolf, der den Tod dann symbolisiert, der ja auch eigentlich für so einen Kinderfilm aus dem Schreckuniversum, vor allem nach Geschichte Karte 1 mit der goldenen Henne, sehr gruselig ist eigentlich. Und das fand ich da auch, dass da viele von diesen Masken und von diesen Figuren, die auch der Opa geschnitzt hat und so, eigentlich schon, glaube ich, vor allem für Jüngere vielleicht Albtraumpotenzial haben. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Ich finde das spannend, dass der ab 12 ist. Ich meine, Chiros Reise ins Zauberland, ich weiß gar nicht, war der ab 0 oder war der ab 6? Der ist auf jeden Fall, würde ich sagen, relativ niedrig eingestuft. Der hat ja auch zum Beispiel, ne, mit der Szene, wenn sich ihre Eltern in Schweine verwandeln, das ist, glaube ich, was jünger, also das habe ich auch zumindest auch schon gelesen auf Letterboxd, dass Leute, die den Film als irgendwie geguckt haben, als sie sehr jung waren, das irgendwie schon krass, ja, fast schon traumatisiert hat. Und das kann ich mir ja auch vorstellen, weil diese Dämonen, also die sehen jetzt prinzipiell, finde ich jetzt erstmal, wenn man sie irgendwie so einen kurzen Snippet davon sieht und im Trailer ein Bild, dann sehen die jetzt nicht krass gruselig aus, aber wenn die inszeniert werden, da kommt ja so eine, also man, es gibt so fast Szenen, finde ich, die haben so was Horrorfilmartiges und ja, das ist schon kurios, also das finde ich an sich spannend, weil nur weil es ein Animationsfilm ist, muss es ja nicht unbedingt für ein junges Publikum sein, es gibt ja genug Animationsfilme, die auch für Erwachsene sind oder irgendwie primär für Erwachsene. Also ich weiß nicht, Mary and Max zum Beispiel ist ein ganz toller australischer Stop-Motion-Film. Der setzt sich krass mit Depression und Einsamkeit auseinander, was, glaube ich, ein junges Publikum auch nicht unbedingt mitkriegt. Aber wie du sagst, diese Dialoge oder auch diese ganze Figur des Jungen und wie irgendwie hier Konflikte gelöst werden, das ist halt schon sehr irgendwie doch, hätte ich jetzt auch gesagt, so geschrieben und auch inszeniert, dass es für ein junges Publikum verständlich ist. Was ja, auch irgendwie nicht problematisch, also, aber der Film sitzt dann irgendwie so zwischen den Stühlen. Ja, finde ich auch. Und ich habe gerade nachgeschaut, Chiros Reise ins Zauberland ist ab 0 sogar. Ja, das ist schon. Ja. Und zumindest laut Filmstarts ist All unsere Dämonen ab 12. Und das ist schon eine große Diskrepanz dann, weil irgendwie, ich finde auch, dass der von seiner ganzen Art her sehr kindlich ist, aber dann diese
wie man das teilweise Horror angelehnten Szenen hat, wo dann die Figur, also diese Masken wohl rauskommen und denkst du dir so, okay, also als Kind hätte ich hundertprozentig Schiss davor gehabt. Da hätte ich keinen Spaß damit gehabt. Gut, hast du noch irgendwas, was du anmerken möchtest dazu? Nö, ich glaube nicht. Also was auch vielleicht dafür spricht, dass es ein Film für ein junges Publikum ist, der Film geht ja nur knapp 80 Minuten oder so. Mhm. Für mich hat er sich tatsächlich relativ gezogen, was glaube ich aber auch also an den ganzen Problemen halt lag. Aber an sich finde ich sympathisch, dass der so kurz ist, jetzt nicht, weil ich damit nicht so viel anfangen konnte, sondern weil ich prinzipiell auch der Meinung bin, man kann in 80 Minuten eigentlich auch sehr viel erzählen und es muss nicht immer so lange gehen. Das stimmt, es kann auch 3 Stunden gehen, aber es kann auch manchmal nur 18 Minuten gehen, das stimmt. Genau. Ja. Und ich finde, der passt für seinen Lauf. Also der erzählt auch das, was er erzählen will, seine Zeit. Und länger wäre, glaube ich, auch nicht mehr viel Stoff da gewesen. Ja, voll, voll. Gut, dann, also All unsere Dämonen startet im Oktober in den Kinos. Wenn ihr den irgendwo erwischen könnt, dann, also anschauen kann man sich auf jeden Fall, im Kino geht sowieso immer. Und wenn nicht, dann kommt es sicher irgendwann mal ins Streaming. Das war's für diese Besprechung von uns. Ich bedanke mich mit dir, Johannes. Ich danke dir. Und den Telestammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt und mittlerweile auch auf Discord. Da könnt ihr gerne unserem Server joinen und euch mit uns unterhalten, wenn ihr den vielleicht gesehen habt oder andere Empfehlungen für Animations- oder Stop-Motion-Filme habt, die ihr gerne loswerden wollt, nehmen wir immer gerne an. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.